Es gibt sicherlich im Ruhrgebiet wenige grüne Flecken, aber wenn ich mich hier mal so umschaue, wir scheinen in Essen irgendwie so eine kleine grüne Lunge gefunden zu haben hier im Sportpark am Hallo. Und diese grüne Lunge scheint den Monarchs gut zu tun, denn nach den zwei Auftaktniederlagen gewinnen sie ihr drittes Spiel bei den Sint der Cardinals mit 21-7 in jeder Hinsicht verdient und klar und deutlich mit einer vor allen Dingen überragenden Defense-Leistung. Die Monarchs ja zunächst erstmal so ein bisschen abtasten im Spiel, können relativ früh durch ein Field Goal von Jan Hilgenfeld in Führung gehen, können danach noch mit einem weiteren Touchdown nachlegen. Und dann beginnt eigentlich das, was den Cardinals heute insgesamt zum Verhängnis wurde. Fehler in Form von Turnovers und in Form von Strafen. Genau, die Cardinals sind halt sicherlich unter Wert geschlagen worden, denn sie haben sich selber im Weg gestanden, waren unkonzentriert, undiszipliniert und über weite Strecken zumindest und haben den Monarchs hier und da das ein oder andere Geschenk überlassen und was die Monarchs heute zum Glück auch mal genutzt haben. Also der erste Touchdown reiche ich gerne noch nach von Sebastian Krech. Ich schaue jetzt öfters mal auch auf den Zettel, um alles das noch nachzuvollziehen, was tatsächlich passiert ist. Zwei Fumbles der Cardinals, da konnten die Monarchs noch keinen Profit draus schlagen im zweiten Viertel, aber es war ein unwahrscheinlich langes zweites Viertel, wo die Monarchs dann urplötzlich aufgedreht haben. Wir müssen mal der Reihenfolge nach durchgehen. Zunächst erstmal ein 19-Yard-Pass auf Jan Hilgenfeld, da stand es dann 16-0. Die Cardinals kamen nicht in Fahrt, ein Safety dann, nachdem man in die Endzone gefumbelt hat. Und dann ja, treten die Monarchs so richtig auf. Drei Touchdowns der Reihenfolge nach. Erstmal ein Kickoff-Return unmittelbar nach dem Fumble. Larry Croom, wirklich begeisternder Lauf übers ganze Feld. Dann wiederum Sebastian Krech, 40-Yard-Pass von Tyler Kroenke. Dann Jan Hilgenfeld, der durfte 42 Yard oder nach 42 Yards zufassen zum 38-0. Das war der Halbzeitstand. Die Offense der Cardinals fand nicht statt, auch weil die Monarchs Defense bärenstark war heute. Genau, zumindest würden wir das jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich war mir zur Halbzeit nicht so richtig sicher, wie man das Spiel bis dahin bewerten soll. Ob es unsere Stärken waren oder die Schwächen und eben wie gesagt die Fehler der Cards. Aber wenn man dann das ganze Spiel Revue passieren lässt, war es doch eine bärenstarke Defense, bis auf ein paar kleine Abstriche in der tiefen Passverteidigung. Also das war aller Ehren wert, was die Monarchs da defensivseitig gezeigt haben. Und dass wir selber Punkte gemacht haben, war natürlich genauso wichtig. Und wenn man zur Halbzeit 38-0 führt, ist das ja schon mal ein Statement. Man merkte, dass in der zweiten Halbzeit die Monarchs dann deutlich einen Gang rausgelegt haben. Keine Punkte im dritten Viertel, dann aber wieder im vierten Viertel. Zweierlauf von Tyler Kroenke, der da so quasi den halben Drive selbst durch Läufe bestimmt hat. Die Cardinals kamen nochmal zum Ehren-Touchdown. 20-Yard-Pass von Tobias Lupp auf Lewis Lee. Und den Schlusspunkt sollte dann schließlich Larry Croom nochmal mit einem 20-Yard-Lauf zum 51-7 setzen. Wobei man dazu sagen muss, schon im dritten Viertel, aber dann auch im vierten Viertel haben die Monarchs sowohl offens- als auch defense-seitig mit Backups gespielt. Wie siehst du die Leistungen gerade der Spieler aus der zweiten Reihe heute? Ja, zumindest so das möglich war bei 40 mitgereisten Spielern. Wir hatten einen Zwang, mit Backups zu spielen, schon allein in der Offense-Line, weil wir dann letzten Endes zwei Verletzte dort hatten. Das war eigentlich eine solide Leistung. Selbst Eric Seidel hatte teilweise eine perfekte Passpocket um sich herum, ohne von dem Gegner auch nur berührt worden zu sein. Ja, und Gunnar Knögel hat einen Pass gefangen, ein Riesending. In der Defense genauso gut. Also Sven Löber zum Schluss noch mit einer Interception. Aber auch im Linebacking-Bereich, alle, die eingewechselt wurden, haben eigentlich ihren Job gemacht. Von daher kann man eigentlich das Spiel, wenn man dann den Rest der zweiten Halbzeit noch betrachtet, mit den Wechseln als gelungene Generalprobe für das nächste schwere Spiel gegen die Berlin Adler ansehen. Bevor wir dazu kommen, haben wir noch zwei gefragt. Einer aus der Offense, der heute klarer Leitwolf gewesen ist, Quarterback Tyler Kroenke. I feel like we had a good game. It was fun. I think we needed this one, because honestly, they weren't very good, but you know, we needed to get our confidence going a little bit, and you know, we got a tough game next week, so we can celebrate this one tonight. But tomorrow, you know, it's a new week, and we got Berlin, and you know, we can't be happy yet, because we're still you know, 1-2, and that's not good enough for us. So, you know, we got to keep getting better. We got to knock off the mental mistakes and stuff like that. But you know, it was a fun game, and it was good to get our confidence up. Soweit also der Quarterback der Dresden Monarchs, und in der Defense neben vielen anderen hat auch wieder Burkhard Vogt herausgestochen, hier auch seine Meinung zum Spiel. Essen hat genau das gespielt, was wir in dem Video quasi von ihnen gesehen haben, und haben sie auch deshalb eigentlich gut dominiert. Soweit also Burkhard Vogt. Ja, du hast schon angesprochen, das nächste Spiel am kommenden Samstag dann gegen die Berlin Adler. In der Defense, denke ich, kann man sagen, Job erfüllt. Offense heute auch mit einigen neuen Formationen, wo man auch stärker Lukas Wetzel Spielanteile gegeben hat, Larry Croom in anderen Formationen aufgestellt hat. Denkst du, dass das auch eine Möglichkeit ist, auf die Adler dort zu reagieren, wenn man sagt, man schafft mehr Variabilität im Angriffsspiel?
Auf jeden Fall. Und ich hoffe es eigentlich auch, dass die Coaches das genauso sehen und eben zum Beispiel eben Lukas Wetzel auch gegen Berlin eine Chance geben, weil es einfach unsere Offense variabler macht und nicht so sehr ausrechenbar macht. Und das wird, denke ich, auch für Berlin nochmal eine Aufgabe, dieses Spiel von heute auszuwerten und zu gucken, was man dagegen tun kann. Denn wir haben heute gesehen, dass man eben sowohl mit Larry Kroom als auch mit Lukas Wetzel, aber genauso auch über die beiden Fullbacks, Ivo Schönberner und Paul Niemann, hervorragende Laufspielzüge spielen kann. Und dann noch die gefährlichen Quarterbacks, unsere beiden gefährlichen Laufquarterbacks dazu. Also dort ist viel Potenzial. Ich hoffe, dass die Coaches das auch so sehen und dass wir das variable Offenspiel dann gegen Berlin auch weiter so verfolgen können. Also wir haben uns halt auf jeden Fall am Spiel der Dresden Monarchs erfreut, auch wenn vielleicht der Gegner das ein oder andere schneller möglich gemacht hat, als sich das die Monarchs selbst ausgerechnet haben. Wir mussten ein bisschen länger auf das Spiel warten, denn die Schiedsrichter standen im Stau. Eine Dreiviertelstunde später ging es los. Das scheint irgendwie positiv gewesen zu sein für den Spieler. Kein Problem, ne. Aber wie gesagt, nächste Woche gegen die Berlin Adler, die wieder so ein bisschen einen Höhenflug haben nach den Siegen gegen Mönchengladbach. Und im Eurobowl wird es ein ganz, ganz schweres Spiel. Samstag, Achtung, zwei Änderungen. Das Spiel findet im Heinz-Steier-Stadion im heimischen Heinzfield statt und Kickoff ist 17 Uhr. Das heißt, Radio Monarchs ist ab 16.45 Uhr wieder mit dabei. Dresden Monarchs gegen die Berlin Adler. Wir sehen zu, dass wir gut und heil aus dem Ruhrgebiet zurückkommen und freuen uns auf nächsten Samstag. Macht's gut. Tschüss.